ist einfach zu stark. Wo ist der Schild? Ah, das sind... Die sind, haben Ver Ding bekommen, Verstärkung da. So, jetzt absteigen. Jetzt gibt es Nahkampf. Ich habe keine Chance. Gegen meine Skills habt ihr keine Chance. Nur gegen mein Schild. Schaffen wir es. Wir hoffen es. Wir haben gar keine Truppen mehr auszudrehen. Ich hoffe, der stirbt nicht auch noch. So, sehr gut. Sind es jetzt endlich alle? Es sind noch drei. Dort hinten. Oh, das ist ein spannender Krieg. Ich habe völlig die Orientierung verloren. Viele Verluste. 13 getötet, 20 verwundet. Mist. Ihr helft den König Alex Trupp gegen die Jas Tuyas Trupp. Ihr habt 140 Soldaten, die gegen die 31 des Feindes kämpfen können. Klar. Okay, jetzt haben wir leider keine Truppen mehr. Nur noch die des Gegners, und den können wir eigentlich sagen, er soll zurückfallen, so, damit er auch nicht auch noch stirbt und mir nach, wenn ich stillstehe. Case. Pang. Pang. Ich sehe die Flugbahn irgendwie nicht so gut. Das wird nichts. Getroffen. Bauersfrau. So hat der Bauern im Sortiment. Oh. Habe ich gesagt, du darfst angreifen? Haha, 14 Erfahrung bekommen. Da ist ein Pferd. Und gewonnen. Yeah. Gut, euch hier zu sehen, Drage Basel. Ihr habt euch heute als ein höchst wertvoller Verbündeter erwiesen. Jarl Tuya von Nordkönigreich schafft es zu fliehen.
Jarl Gerb vom Nordkönigreich schafft es zu fliehen. Mist. Cool. Recht gute Sachen hier. So. Lanzenreiter. Oh, cool. Waffenknecht. Nochmals ein Waffenknecht. Ja. Oh, cool. Yeah. 14, 21, 26, Widerstand, 12, 19, den da unten hin tun, so, ja, der Rest hat nur Schrott, so. Yay. Einige Soldaten können befördert werden. Menschenjäger, Sklaventreiber. So. Jetzt haben wir hier noch ein paar. Aufgaben. Nee. Hartmann, ich mag nicht, dass wir jedes Gefecht in einen Blutbad für unsere Seite verwandeln, sind die Handlungen eines gewöhnlichen Banditenhauptmanns ohne Respekt für seine Gefolgschaft. Wurde zur Kenntnis genommen. Nun zurück ins Glied mit euch. Ich will ein bisschen streng sein, sonst bringt es ja nicht. Tja. So, zur Burg. Da ist natürlich nichts. Der Bocher. Hallo Reisender, ihr seid nicht zufällig auf der Suche nach einem Fährtenleser? Vielleicht, was ist so dringlich? Nun, mein Herr, es ist eine lange Geschichte. Ich war in einem Missverständnis hier in Lefachek um ein Pferd verwickelt, das ich vor der Herberg angeboten fand. Der Gall war das Spiegelbild des Tieres, das mich wenige Tage zuvor abgeworfen und das Weitergesuchte hatte. Natürlich band ich ihn los, um mir ein genaues Bild zu verschaffen. Es stellte sich heraus, dass der Klepper einen Kaufmann gehörte, einen krähengesichtigen alten Bock, der um nichts in der Welt akzeptieren wollte, dass alles ein einfaches Missverständnis war und stattdessen die Stadtwache herbeiholte. Aber während ich Mitglied einer größeren Gruppe, die für mich bürgte, ließen sie mich vielleicht durch. Ich wäre euch sehr zum Dank verpflichtet. Vielleicht aber woher soll ich wissen, dass es kein Missverständnis wegen einem meiner Pferde gibt. Mein Herr, es verletzt mich, dass ihr so etwas auch nur denken würdet. Ich wäre euch sehr zum Dank verpflichtet und ihr werdet sehen, dass ich meine Dankbarkeit euch zeige. Ich bin zu meiner Zeit so manchen Meilen raues Gelände durchrichten, oft in beachtlicher Eile. Ich bin ein guter Pferdenleser und habe ein Auge fürs Terrain. Also was sagt ihr? Gut, ihr könnt uns nützlich sein. Ich werde euch sehr nützlich sein, mein Herr. Darauf könnt ihr euren Ross verwetten. Nur noch eine Sache, bevor wir los sind. Würdet ihr mir wohl 300 Dinare leihen? Ich schäme mich, es zu sagen, aber ich habe hier Schulden. Ich habe die letzten paar Wochen in dieser Schenke logiert und ein Schankwirt glaubt nicht länger, dass ich mit Gold beladen bin. Wisst ihr, es könnte unangenehm ausgehen, wenn sie mich mit euch von dann ziehen sehen, bevor ich meine Rechnung beglichen habe. Ja, nehmt doch. Gott, oh Gott. Ein Bauer. Ja, das nehmen. Okay. So, der Marktplatz. Können wir alles verkaufen hier? Ja. Alles verkaufen. Hui, haben wir wieder vieles eingesammelt. Ach, ich mach's wieder so. Ist doch viel besser. Gut. 400 verdient. Yay. Also, dann müssen wir noch verziehen. Kommt. Holt sie ein. Hallo.
Ja, was ist jetzt? Gut. So, aber das schafft die hoffentlich, oder? Ich werde zu Fuß gehen. Einer ist wieder da. Das ist der Bracher, den wir eingestellt haben vorher. Mal schauen, ob er überlebt. Ich denke nicht. Da können wir wieder zurückfahren wählen. Und mir nach. So. Ja, was macht ihr da? Ah, ihr seid von meinem. Gut, haben wir doch noch ein paar Truppen, die wahrscheinlich genesen sind jetzt. Hui. Hui, hui, hui. Das ist nicht gut, wenn die da so nah kommen. Ja, schon einer wurde bewusst. Die hatten einfach nichts aus. Abhauen. Diese Bogenschützen sind einfach zu gut. Jetzt gibt es Hackfleisch. Ihr solltet nicht hierher sein. So, haben wir hier noch? Ah ja, hier. Gut. Shit. Gut. Da sieht man den Unterschied. Die sind richtig fett gut. Yeah. Oh. Was ist jetzt los? Es darf doch nicht sein, dass die Truppen einfach bei uns erscheinen. Ich will, dass ihr jetzt hier mir nachkommt. So. Ja toll, wir haben alle verloren, oder was? Seht ihr? Die erscheinen einfach immer bei uns. Das ist doch nicht normal. Jetzt haben wir alle verloren, außer die drei Reiter. Schlimm. Viel zu schlimm. Vor allem, dass die Verbündeten so eine schlechte KI haben. Dass sie nicht mal beschützen können, nicht mal in einer Reihe sein können. Oh. Das gibt. Es gibt Verluste. Kann jetzt nicht sagen. Aber wahrscheinlich gewinnen die Gegner. Sieht nicht so gut aus. Wieso seid ihr nur so schlecht? Ah, jetzt kommen neue. Gut. So. Okay, hier haben wir noch andere. Zwei. Der Bocher lebt immer noch. So, jetzt hoffentlich keine Gegner, die mehr kommen. Ich will unbedingt noch ein paar töten, aber ja, jetzt. So, und jetzt da drüben.